Hier sind ein paar. Ein paar Sequenzen drin, die ein bisschen lange dauern, oder? Riten für Anubis, was soll ich denn machen? Hallo? Müsste hier was losgehen? Hallo? Ich möchte mit dir reden. Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass dieser Quest hängt. Hab ich gerade ein Buggy-Quest erwischt? Wir gucken mal. Quest. Quest. Riten für Anubis. Als ein bekanntes Gesicht aus Bariks Vergangenheit bittet um Hilfe. Nicht mehr verfolgen. Ich mach mal kurz was anderes an. So, jetzt nochmal folge ihr. Ja, und sie steht da. In dem Fall mache ich folgendes. Ich renne mal ein bisschen weiter weg. Deaktiviere das Ding. Aktiviere es nochmal. Und nichts passiert. In dem Fall haben wir doch sicherlich eine Schnellreise. Dann tricksen wir hoffentlich das Programm mal ganz kurz aus, indem ich in den Ort praktisch per Schnellreise mich teleportiere. Dann hoffe ich, dass das Programm erkennt, ich bin nicht mehr bei ihr. Und dann renne ich nochmal zu ihr hin und dann wird vielleicht was funktionieren, was nicht funktioniert, wie ich gerade sehe, weil ich habe oben immer nur Riten für Anubis, aber keinen Auftrag. Ich weiß auch nicht, wo die sich jetzt befindet. Wo wollte die uns denn hinbringen? Tja, ich glaube, ich habe einen Buggy-Quest entdeckt. Ich guck mal. Ich schau mal, ob ich hier irgendwo den Ort nochmal finde, wo die gerade stand. Da ist sie. Gut, das bedeutet im Umkehrschluss. Ich guck mal, ob ich hier irgendwas machen kann, ob ich irgendwo was anklicken kann. Ich drücke mal ein bisschen die Y-Taste vor mich hin. Na, Mittel? Kann ich dich wegschubsen? Ja, kann ich, aber das hilft auch nichts. Da passiert dann leider auch nicht viel. Tja, hab keine Ahnung. Ich glaube, der Quest ist buggy. Die Aufnahmesession heute läuft wirklich rund. Erst das Rätsel mit der Sonnenuhr und jetzt das. Gut, wir haben einen Quest, der nicht funktioniert. Wir können uns merken. Wir haben zwei Nebenquests, die nicht wollen. Wir gucken uns die Riten für Anubis vielleicht irgendwann später mal an. Und ansonsten Bayeks Versprechen klappt auch nicht. Das Geheimnis der ersten Pyramide ist in der Nähe und ein Geschenk der Götter habe ich keine Ahnung. Ich glaube, da google ich mal, wie das geht. Ne, beim Geschenk der Götter google ich, denke ich mal, irgendwann zwischendrin, wie es geht. Aber das mache ich auch nicht jetzt. Dann machen wir Folgendes. Wir machen eine Rebellenallianz, hoffen, dass dieser Quest funktioniert. Finde ich aber schade, dass jetzt hier gleich zwei Aufgaben hintereinander so sind, dass ich sie nicht abschließen kann. Also, gut, mit viel Geduld würde ich vielleicht die Sonnenuhr da verstehen, aber die ist mir ein bisschen zu, ich sag jetzt mal, nervig gestaltet. So, und tut mir leid, ich würde gerne Abbitte schaffen oder halten und mich bei dem Gott Anubis entschuldigen, dass ich hier den Statthalter oder so oder den Ehemann der Frau da umgebracht habe, also ein Tempelmitglied umgebracht habe. Aber andersherum kann ich halt nicht, wenn der Quest leider buggy ist und es dahingehend nicht weitergeht, weil ich vermute mal, da hätte eine Zwischensequenz starten müssen. Aber leider ist da ja nichts passiert. So, wir reiten mal weiter. Hier oben, da haben wir ein Quest. Seid ihr Freund oder Feind? Los, keinen von den Hunden überleben! Diese Hunde werden auf der Hut sein. Wir haben den Feind des Königs gefunden. Wir gehen. Ich kann es kaum erwarten, den König zu sehen, wenn wir den Schocken ausliefern. Nun sterbt ihr! Ich glaube, die muss ich umbringen. Das richtest du besser nicht auf mich. Lasst mich frei! Ich tränke mein Schwert in ihren Blut. Na toll. Hat gerade nicht geklappt, wie es sollte. Okay, das hat geklappt. Keine Gnade. Lass bloß keinen von den Hunden überleben. Aua. Hol dir den Bastard. Keine Gnade. Okay. Kommst du runter? Nö, kommst du nicht. Mann. Oh, oh. Ja, komm her. Super. So, ich muss mal gucken, dass ich ein bisschen ausweiche, weil
Mein Lebensbalken sieht nicht gut aus. Wo bist du? Wow. Diese blöden Fernkämpfer, die auch wirklich immer treffen, was ich ganz komisch finde. Wow. Wie gesagt, die treffen relativ oft und stark, wenn ich das mal so sagen darf. So. Und jetzt haben wir dich noch. Und dann haben wir es hoffentlich. Schnell, geh da rüber und töte die Ratte. Jo, super. Hat geklappt, was ich machen wollte. Diesen Fernangriff. Überraschend. Dass der gerade noch geklappt hat. Und renn los. Perfekt. So, und ich habe keine Ahnung, warum ich die umbringen sollte, weil die haben einen Gefangenen eskortiert. Seit wann befreie ich denn Gefangene? Na, mal gucken. Wer bist du denn? Ja, komm hier. Ich trage dich mal genau 2 Meter weit. Leg dich dann nieder und dann hoffe ich, dass du mir mal erzählst, worum es hier geht. Na? Du hättest auch alleine rauslaufen können. Was soll's? Du bist Bayek von Siva, oder nicht? Ich habe viel von dem Magi gehört, der durch die Wüste reist. Ich bin Theodoros, einer von vielen, die gegen die Philakitai rebellieren. Warst du deshalb in diesem Käfig? Ja, ein Fehlschlag. Ich verfolge Deratos, einen ruchlosen Feldherrn von Ptolemaios, mit einem Hass auf alle Ägypter. Ein Mörder von Müttern, Vätern und Kindern. Ich werde nicht ruhen, bis seine Leiche Futter für die Würmer ist. Leihst du uns dein Schwert? Gerne. Dafür immer. Eine Freude! Ich treffe meine Männer in Bakias. Komm mit! Wie kommt es, dass ein Grieche für die Sache der Ägypter kämpft? Mein Vater war Ägypter. Meine Mutter Griechin. Irgendwann kam der Tag, als ich jeden Tropfen griechisches Blut aus meinem Körper quetschte und schwor, Ägypten von Männern wie Deratos zu befreien. Und wir hätten es fast geschafft. Wir fanden sein Lager, aber sie waren in der Überzahl. Wir mussten uns trennen. Ich wurde von Kundschaftern gefangen und verprügelt, bis ich ihnen unseren Rückzugsort verriet. Aber du hast sie in eine Falle gelockt. Clever. Ich wusste, dass meine Brüder mich retten würden. Aber ich wusste nicht, dass der Magi aus Siva auch dabei sein würde. Du genießt großes Ansehen in meiner Gruppe. Wir verfolgten Rudyek seit Jahren. Nur um zu erfahren, dass du ihn ganz allein erledigt hast. Wir stehen nicht auf derselben Seite. Aber wir scheinen gelegentlich dieselben Ziele zu haben, nicht wahr? Da hast du nicht ganz unrecht. Wir suchen hier Unterschlupf. Und warten auf den richtigen Moment. Ich werde informiert. Die Wegfindung macht hier momentan ein wenig Probleme. Arbeite zusammen, du hättest nicht herkommen sollen. Was? Oh. Ich frage mich auch, wo die gerade alle herkamen, die wir hier als Begleitung gefunden haben. Aua. Nein, weg, weg. Ah, verdammt. Wir haben so viele Begleitungen und die... Natürlich, er greift nur uns an. Was? Den wollte ich gar nicht. Ach, ich frag lieber nicht. Bayek macht hier gerade, was er will, aber nicht das, was ich will. Jetzt aber, den wollte ich doch angreifen. Genau das hier wollte ich vorhin machen. Und dann hat er plötzlich umgedreht und sich in anderen Gegnern gesucht. Hm. Bin ich hier in einer Ecke, die nicht ganz getestet worden ist? Also, fühlt sich gerade so an. Außerdem, ich leihe den Leuten gerne mein Schwert, aber ich kämpfe mit einer Lanze. Aha. Ja, sehr sinnvoll, ne? So, haben wir's? Okay. Die sind gerade alle beruhigt. Du bist kein schöner Anblick. So, eskortiere den Rebellen Theodoros nach Dings. Machen wir. Er steigt wieder auf sein Pferd. Und nu? Jetzt steigen wir ab. Hä? Aufpassen. Hier stimmt was nicht. Was macht dieses Programm gerade? Und jetzt rennen sie mir hinterher. Was? Okay. Ich sag jetzt mal lieber nichts. Und warten auf den richtigen Moment. Ich werde informiert. Verdammt.
Die entsenden Kundschafter. Theodoros, der Ratos hat das... Der Ratos ist fort. Verflucht. Er entgleitet mir auch jedes Mal. Was sollen wir tun? Aufgeweckt sein. Wir haben die Gelegenheit, zwei Siege zu erringen mit nur einem schnellen Schlag. Wir müssen warten, bis der Ratos ins Lager zurückkehrt. Ich weiß, dass sein persönlicher Schreiber noch in Karanis geblieben ist. Wir werden angegriffen, wenn wir es nur wagen, in der Nähe zu furzen. Aber dich kennen sie nicht. Bring den Schreiber zu uns. Er verrät uns, was wir wissen wollen. Und wie finde ich ihn? Bei Nacht schläft er im Innenhof. Während des Tages findest du ihn bei seiner Arbeit am Tempel oder auf der Terrasse über dem See. Er kleidet sich elegant und hat infolge unseres Angriffs jetzt eine Leibwache. Du kannst ihn kaum verfehlen. Na gut. Diotoros Schreiber wird von zwei Leibwachen begleitet. Bei Nacht ruht er im Hof außerhalb des Serapolms und am Tag arbeitet er in diesem Gebäude. Und ja, ich habe wirklich gerade den Eindruck, dass die Questreihen hinten, also etwas später im Spiel, buggier sind und problembehafteter sind als am Anfang des Spiels. Am Anfang war das irgendwie flüssiger und auch schneller hintereinander, alles, was wir gemacht haben. Jetzt wirkt das so ein bisschen wie, wir haben es zwar programmiert, hatten aber nicht wirklich die komplette Zeit, alles fehlerfrei zu testen. Und mich würde es nicht wundern, wenn da wieder mal so die Logik dahinter ist. Der normale Spieler kommt ja hier hinten am Ende wieso nicht an, ne? Weil es ja viel zu lange ist und die Leute tendenziell nur irgendwie 10 Stunden in ein Spiel investieren, ne? Aber die Logik kann ich ehrlich gesagt nicht verstehen, ne? Wenn ein Entwickler sagt, pass mal auf, die meisten Spieler kommen gar nicht beim Ende an, ja? Warum baue ich dann endlos lange Spiele mit den Worten, pass mal auf, das Spiel muss noch länger sein, noch länger sein, noch länger sein, wenn das die Leute doch nicht machen. Also wenn sie sozusagen nur bis zu einem gewissen Punkt ankommen, warum baue ich dann nicht kurze Spiele, also kürzere Spiele, mache die eventuell sogar im Preis etwas günstiger, damit sie gekauft werden. Aber dann kann ich doch auch sicher gehen, dass die Leute wahrscheinlich bis zum Ende durchhalten und auch die gesamte Story erleben. Besonders wenn ich, und das ist jetzt eigentlich die Sache, die ich wirklich nicht verstehe, ich meine, ich kann auch ein endlos langes Spiel bauen, was alles erzählt, was ich erzählen möchte. Ja, kein Problem. Problem ist nur, und das ist etwas, was ich nicht begreife. Das geht keinen von euch etwas an. Macht weiter mit, was immer ihr getan habt. Schon wieder ein Mord bei Amun. Wie furchtbar. Okay, gucken wir uns gleich an. Aus dem Tempel. Götter, steht uns bei. Machen wir gleich. Der Nächste. Niemand ist sicher. Dieser verfluchte Tempel. Ich sag's doch. Das ist Blasphemie. So, wir gehen mal ganz kurz nach oben, holen uns den Schnellreisepunkt. Aber wie gesagt, ich kann auch ein Spiel machen, was 200, 300, 400 Stunden geht. Alles kein Problem. Ja. Aber die Entwickler machen ja meistens mittlerweile nicht mehr ein Spiel, sondern bauen immer ganze Marken auf, ne? Und dann machen sie praktisch Teil 2, 3, 4 und so weiter und so fort von einer Reihe. Und da begreife ich dann nicht, weil, also, sie setzen ja die Vorstories voraus, ja? Also, sie sagen ja, pass mal auf, du hast jetzt Teil 3, ja? Nehmen wir einen Messeffekt. Du hast Teil 1, 2, 3 und dann haben wir Andromeda. Bei Andromeda wird vorausgesetzt, dass du die Story von Teil 1, 2 und 3 zumindest in Ansätzen rudimentär kennst. Ansonsten macht das nämlich keinen Sinn, dass man, soweit kleiner Hinweis, Spoiler, man kriegt Nachrichten aus der Milchstraße. Ab einem bestimmten Punkt im Spiel kann man an einem Computerterminal sozusagen über die künstliche Intelligenz ehemalige Korrespondenz, die sie abgefangen hat auf der langen Winterschlafreise in die andere Galaxie, in die Andromeda-Galaxie, abrufen. Und da kriegt man so 2, 3 Nachrichten von Liara Tesoni mitgeteilt. Und die machen absolut null Sinn, wenn du nicht vorher Teil 1, 2 und 3 zumindest ansatzweise gekannt hast. Also kurzum, die Entwickler programmieren dann immer, ich sag jetzt mal den Nachfolger
von irgendeinem Programm, wo sie sagen, das ist gut geworden. Meistens machen sie das erste Programm sogar ein Stück kürzer als das Hauptspiel, also als das Nachfolgespiel, meine ich. Also sozusagen, wir gucken erstmal, wird die Marke angenommen? Und dann machen wir eben daraus wirklich eine Reihe. Und da ist halt dieses interessante Problemchen, finde ich, wenn wir eine Reihe machen, ja, oder beziehungsweise, ich meine, es muss ja von Anfang an noch nicht einmal klar sein, dass es eine Reihe ist, aber wenn sowas... Müsst ihr mir denn überall hin folgen? Ja, wenn eben es doch zu einer Reihe mutiert, ja, dann setzen sie immer die Vorteile voraus, gehen aber, wie gesagt, davon aus, dass niemand eigentlich am Ende ankommt oder nur ein kleiner Teil der Leute wohl das Ende eines Spiels sieht. So habe ich das mal irgendwo bei, also habe ich von mehreren Entwicklern gelesen, dass die sagen, so und so viele Leute kriegen das Ende eines Spiels gar nicht mit. Ja, die spielen den Anfang, aber nicht das Ende. Deswegen muss das Ende gar nicht so phänomenal großartig toll sein. Der Anfang muss die Leute binden. Ja, aber wie gesagt, wenn ich dann sage, ich mache Teil 2, 3, 4, ja, dann müsste doch Teil 2, 3 so sein, dass ich die Dinger dann zu Ende spiele, damit ich den nachfolgenden Teil überhaupt verstehe. Und ich finde, das beißt sich. Ich finde immer noch, es beißt sich diese Aussage der Entwickler. Die Leute sehen das Ende gar nicht und spielen nur den Anfang eines Spiels. Dann setzen sie aber voraus halt, dass man die Storyline der ganzen Spiele kennt. Ich finde, das ist unlogisch, ja. Und ich kann aber verstehen, woher die Entwickler auf so eine Ideen kommen, weil wenn ich mir die Achievements von Spielen angucke, also die Xbox One, wirft ja bei jedem Achievement raus, wie viele Prozent der Spieler haben dieses Achievement erhalten. Und wenn es dann eben Achievements sind, die standardmäßig beim Spielen einfach so freigeschaltet werden, wenn ich bestimmte Sequenzen im Spiel abgeschlossen habe, also Story-Sequenzen, wie hier bei Assassin's Creed, wenn ich einen wichtigen NPC eliminiere, ja, krieg ich unten ja eine Trophäe, Teil der Hauptstory abgeschlossen. So, und diese Dinge haben auch Prozentangaben im Vergleich zu allen, die eben dieses Spiel gekauft und gespielt haben. Und wenn ich da sehe, dass eben nur 15 oder 20 Prozent das letzte Achievement, sie haben das Spiel beendet, abgeschlossen haben und teilweise auch beim, also ich sag jetzt mal nur so 60 Prozent oder 70 Prozent am Anfang eines Spiels nur den ersten Teil der Story abgeschlossen haben, dann frage ich mich natürlich, was die Leute machen. Kaufen sie sich das Spiel, gucken sie sich eine Minute an, schmeißen sie es in die Ecke oder was? Aber mal davon abgesehen, wenn diese Statistik natürlich ausgewertet wird von Entwicklern, dann verstehe ich, warum die auf die Idee kommen zu sagen, ach, kaum einer spielt ein Spiel bis zum Ende. Andersherum, wir haben ja auch eine richtige große Spieleflut mittlerweile und wirklich ein Spiel dann, ich bin auch noch nicht in meiner Nähe, ein Spiel dann sozusagen bis zum Ende durchzuhalten, ist natürlich komplizierter. So, ich bin nicht da, ich mache das jetzt mal anders. Wir müssen das Korn horten. Diese Priester machen alles kaputt. Hey. Huch, ich soll den tragen? Tschüss. Ich nehme den einfach mal mit. Ich lasse die beiden da unten mal liegen. So, die werden mich gleich verfolgen, vermute ich mal. Aber interessiert mich nicht. So, kriege ich hier irgendwie... Vielleicht hätte ich die mal... Was ist mein Kamel? Komm her. Kamel, stell dich so, dass ich... Ah. Er wird bald wieder zu sich kommen. Ich bringe ihn besser schnell zu Theodorus. Das Kamel war jetzt auch geil. Wenigstens haben die mich nicht verfolgt. Okay, wir haben ihn... Wir mussten ihn gar nicht betäuben, der war schon von sich aus betäubt. Das finde ich in gewisser Weise gut. So, und ich schmeiß das Navi an und reite dann mal zurück. Ja, aber wie gesagt, ich finde immer schade, wenn die Leute eben sich Mühe geben und die Programmierer geben sich ja mit ihren Spielen Mühe, dann finde ich es so extrem schade, dass die künstlich teilweise in Länge gezogen werden. Gut, hier Assassin's Creed geht bisher gefühlt, aber trotzdem, es ist ein sehr, sehr großes Spiel, was wir hier gerade spielen. Aber allgemein, andere Spiele eben auch, werden so künstlich dann in die Länge gezogen, so unter dem Motto, unbedingt weiterspielen. Aber die Leute kommen dann eben unter Umständen gar nicht am Ende an und das ist dann im Prinzip schade, weil manchmal ist weniger halt mehr. So. Das wollte ich mal zu dem Thema sagen. Jetzt habe ich ganz viel dazu gesagt. Und wir sind angekommen. Ich habe den ganzen Nebenquest gerade, ich sag jetzt mal, rübergequatscht.
Ist aber egal. So, hallo, hier. Ich habe eine Lieferung für dich. Bitte sehr. Das ist er. Gut gemacht. Wir finden raus, was er weiß. In der Zwischenzeit bereiten wir den Angriff vor. Einige unserer Brüder sind westlich von Soknopayo in Position. Begib dich zu ihnen und warte dort auf mich. Wir erledigen diesen Scheißkerl. Tun wir. Und ich weiß gar nicht, über wen ihr gerade redet, weil... Der sich gut in Karanis auskennt. Der Rathaus, wo ist der? Dieser Name ist mir unbekannt. Verkauf uns nicht für dumm. Bitte, hört auf. Dann rede. Wir brechen deine Finger. Nein. Die Handgelenke, die Arme. Rede. Ich kann nicht. Ich glaube, wir haben gerade den Falschen geholfen. Ich bin mir nicht... Was? Weltkarte nicht verfügbar? Warum nicht? Hä? Ich bin ein wenig verwirrt. Rebellenangriff. Okay, hier hinten kämpfen also die Leute und storytechnisch habe ich gerade den Anschluss verloren. Das wirkt wie aufgesetzt, jetzt der Kampf gegen irgendjemanden. Wir wissen aber gar nicht gegen wen. Na gut. Was soll's? Wir nehmen das jetzt mal so hin und haben hier Mord im Tempel. Den habe ich ja schon gesehen gehabt. Ich tue jetzt einfach mal so, als ob dieser Quest gar nicht existiert hat. Ich habe ihn nicht verstanden. Wir haben einen Verbrecher befreit. Dann sollten wir einen anderen entführen. Und die wollen jetzt aus dem Informationen rausprügeln. Und wir finden das gut, obwohl wir für die Gerechtigkeit stehen. Ja. Also, der Bayek, der steht für die Gerechtigkeit. Ich nehme es jetzt einfach mal so hin. Und, wo ich in der letzten Aufnahmesession irgendwann gesagt habe, mir gefiel das Gebiet nicht, in dem wir waren, da in der einen Stadt, muss ich hier sagen, momentan sind die Questreihen so ein bisschen merkwürdig. Erst die zwei, die ich nicht gemacht habe, also erst das Ding mit der Sonnenuhr, was ich nicht verstanden habe, was mit viel Rumprobieren wahrscheinlich sein wird. Und dann jetzt hier... Hallo? Was macht... schön, wenn er an dem Tempel vorbeireitet. Okay, ja, erst das mit der Sonnenuhr, wie gesagt, und dann eben halt das zweite Problemchen mit dem Buggy-Quest, was ich echt schade finde, dass wir den nicht machen konnten, weil der hatte ein bisschen so Atmosphäre im Sinne von, wir machen was Falsches. Ja, und jetzt dann eben hier diesen Quest, den ich handlungstechnisch nicht verstanden habe, warum wir den überhaupt gemacht haben, weil wir sind doch eigentlich der Gute. Zurück! Bleibt zurück! Es geht keinen von euch etwas an. Macht weiter mit! Was immer ihr getan habt. Tja, ich mische. Ein Mord bei Amun. Wie furchtbar. Ich mische. Der junge Priester aus dem Tempel. Götter, steht uns bei. Sei ruhig. Wer ist der Nächste? Niemand ist sicher. Dieser verfluchte Tempel. Ich sag's doch. Das ist Blasphemie. Die Götter sind zornig. Jetzt reicht's. Zurück. Zurück. Bleibt zurück. Es geht keinen von euch etwas an. Bist du der Phylakitai? Ja. Bring hier bitte nichts durcheinander. Meine Arbeit ist doch so schon schwer genug. Bitte verzeih, aber als Beschützer interessieren mich solche Verbrechen. Du bist ein Beschützer? Ah ja, ich sehe das Abzeichen. Du bist ein Magi aus dem alten Königreich. Sieh an, verzeih mir. Diese grausamen Morde machen uns allen zu schaffen. Das ist nur der letzte in einer Reihe von kaltblütigen Ritualmorden durch Anhänger von Wadjet. Ehrlich gesagt, bin ich mit der Sache überfordert. Da kann ich dir behilflich sein. Ich habe ein wenig Erfahrung mit Mordfällen. Vielleicht kannst du bei den Ermittlungen helfen. Die Kultisten hinterlassen meist eine Nachricht. Ich habe sie noch nicht gefunden. Wir sollten im Tempel nachsehen. Du sagtest, es gab noch weitere Morde. Der Kult bringt Tempelbedienstete um. Öffentliche Personen in Karanis. Niemand weiß warum. Jeder könnte ihr nächstes Ziel sein. Die Griechen leben in Angst. Sie sagen, es stecken Einheimische dahinter und verlangen nach Blut. Okay. Gut. Das war jetzt gerade... Wie, du kommst mit? Interessant. Und den Toten lassen wir einfach so öffentlich in der Gegend rumliegen. Gut, was soll's. Wir gehen jetzt mal hier oben etwas untersuchen. So, finde in der Nähe einen Papyrus. Nee, machen wir nicht. Was haben wir denn hier Schönes?
ein Untersuchungsgebiet. Sehr ungelegen. Jahrelange Arbeit, um ihn über dem schlecht gebauten ägyptischen Tempel zu errichten. Etliche Verzögerungen und Probleme. Und jetzt das.